So, da bin ich wieder und ich war ein bisschen fleißig. Ich habe versucht, in der Zwischenzeit ein bisschen so Nebengeschichten zu machen. Und zwar die Tutorials für die Waffen größtenteils. Da habe ich das meiste, was ich machen konnte, gemacht. Da fehlt jetzt hier noch nur noch für die Schleuder die Herausforderung. Da muss ich erstmal hier Pirscher und Langbeine finden. Und den Zersprengerpfeil, den konnte ich noch nicht machen, weil ich habe keinen, ich konnte keinen bauen. Und die waren mir dann, als zum Kaufen waren sie mir zu teuer. Deshalb machen wir das irgendwann später. Was ich ein bisschen doof finde, ist ehrlich gesagt, dass man diese Tutorials wirklich aktivieren muss, um die tatsächlich zu haben. Also damit es wirklich zählt. Die müssen wirklich aktiv sein. Naja, ich habe das Jagdgebiet gemacht, erfüllt. Und zwar hier hinten das. Da ist auch so ein Jäger, der einem dann sagt, dass er zu irgendeiner Gesellschaft von Jägern gehört, die besondere Leute mit besonderem Talent suchen. Und ich habe nicht alles auf den höchsten Stufen geschafft, aber zumindest so, dass es halbwegs taugte und dass es auch gereicht hat, um eine weiterführende Quest später in einem viel späteren Gebiet zu kriegen. Und zwar hier hinten irgendwo ist die dann. Hier. Ich glaube, genau. Jagen für die Loge. Das habe ich hier gemacht. Da war das hier mit den, wo hier die Herde ist und wo hier auch die, wo hier diese Baumstammfallen sind. Und dann habe ich jede Menge Tiere gejagt, um Upgrades freizuschalten. Ich brauche jetzt in erster Linie erstmal wieder ein bisschen Metall, um mir das ja, leisten zu können. Und ich habe ein neues Outfit und zwar diese Rüstung hier. Die hat ein bisschen Tarnung drauf und ist ein bisschen besser in der Verteidigung. Das war jetzt hier meine Rüstung davor und das ist jetzt hier meine neue Rüstung. Und habe ich sonst noch was gemacht? Ich habe, glaube ich, höchstens noch ein paar Upgrades in die Waffen reingeschmissen. Ach nee, ich habe auch sogar noch hier den Scharfschützenbogen kennen wir ja schon und die Stolperfallen-Geschichte haben wir auch. Und ich habe aber auch die Schleuder besorgt. Es sind jetzt also vier Waffen ausgerüstet, habe auch ein bisschen mehr Übung mit den Waffen bekommen, was an sich jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Und habe ich sonst noch irgendwas Atemberaubendes gemacht? Nö, ansonsten größtenteils halt nur ein bisschen durch die Gegend geschaut. Aber ich kann halt jetzt mehr Sachen schon immer gleich fertig craften. Und ich wollte jetzt hier weitermachen, weil ich gerade hier noch ein Story-Schnipsel gefunden habe. Jeff Andriatis. Das ist das Ding hier. So. Transkription, die Jeff Andriatis Show. 17.04.62, Teil 4. Transkription jeder Folge. Transkriptionen jeder Folge werden innerhalb von 24 Stunden auf andriatis.holo/transcripts gepostet. Besuchen Sie andriatis.holo und melden Sie sich noch heute für Jeffs Newsletter an. Jeff, und da sind wir wieder. Hallo zusammen, hier ist die Jeff Andriatis Show. Natürlich übertragen vom Rational Capitalism im Immersiscast Netzwerk. Kommen wir direkt zum Punkt. Es gibt diesen Trend unter jungen Leuten, ausgerechnet nach China auszuwandern, um dort zu arbeiten. Sie wollen in Chinas Fabriken arbeiten, körperliche Arbeit verrichten. Das ist einfach. Heute gab es diesen Artikel auf Café Intel, einer dieser kulturellen Trendseiten, die bei den Aufklärern so angesagt sind. Ah, scheint hier irgendwie so eher so ein rechter Populist zu sein. Und da stand, dass sich die Immigration von amerikanischen Staatsbürgern nach China seit 2050 verdoppelt hat. Und wie kommt das? Tja, Café Intel will uns weismachen, dass die Unternehmenshoheit der aktuelle Lieblingsbuhmann der Linken und die zunehmende Automatisierung ihre Chancen hier in Amerika eingeschränkt haben. Leute, ich weiß, das muss ich den klügsten Zuhörern der Welt nicht sagen, aber das ist absurd. Wisst ihr, was die Chancen dieser jungen Leute tatsächlich eingeschränkt hat? Schlechte Entscheidungen und nichts anderes. Gerade jetzt, in diesem Moment, steht jedem die beste Ausbildung der Geschichte zur Verfügung, der den Mut hat, sich um einen bescheidenen Kredit zu bewerben. Und nein,
diese Kinder, diese verzogenen, früher war alles besser, Sager, mit ihren nachgeplapperten, ungeprüften Vorurteilen gegen die fantastische Arbeit, die Unternehmen in aller Welt leisten und besonders in diesem Land, sie plärren, oh nein, ich will nicht in eine Unternehmensschule gehen, ich will nichts Nützliches von erfolgreichen Leuten lernen, ich will nach Vancouver ziehen, ich will einen Abschluss in Bashkor-Studien an der bekifft bis zum geht nicht mehr Universität machen. Was genau hatten Sie dann erwartet, wenn Sie mit Ihrem Abschluss in kreativer Ausdrucksweise von irgendeiner linken Bildungsschmiede an der Ostküste kommen, von der noch nie jemand gehört hat? Leute, in diesem Land gibt es keine Abwanderung der Intelligenz, es gibt eine Abwanderung der Schande. Und ich sage weiter so, wir werden hier gleich die Leitung freischalten, wenn ihr einen Kommentar abgeben möchtet. Wisst ihr, wo ihr uns findet? Wie immer, keine Skins, keine Stimmenverzerrung. Wenn sich jemand in meiner Show wie ein aggressiver Arsch aufhören will, dann bitte offen und ehrlich, ihr Feiglinge. Ja. Also rechte Stimmungsmacher gibt es auch da mehr als genug. Also wie gesagt, keine Sorge um die AfD und Konsorten. So sieht's dann aus, wenn sie fertig sind. Nee, Quatsch. So schlimm wird's nicht. Ich hoffe ja immer noch auf die Menschheit. Ein bisschen. Übrigens gelogen tue ich inzwischen nicht mehr. Dann schauen wir mal auf die, was wir machen können. Ich bin jetzt natürlich wieder ein bisschen weiter eher zurück. Aber dann gehen wir jetzt einfach von hier mal zum Banditenlager. Und aktivieren uns die Quest, wenn wir da eh durchziehen. Hier sind übrigens Brüllrücken. Das ist auch eine neue. Haben wir die schon gesehen? Ich weiß nicht ganz genau. Aber da gehen wir jetzt erstmal lang. Rede mit Nil. Ich mache bestimmt später nochmal irgendwann eine kleine Ressourcenrunde, aber ja, jetzt erstmal war das ganz okay. Ich habe es jetzt auch ein bisschen besser geschnallt, okay, was kann man verkaufen, wie geht das nochmal mit den Upgrades und so. Hatte mir zwischendurch auch mal so eine lilane Zufallsbox gekauft, einfach mal, um zu gucken, was drin ist. Ja. War ganz gut, mal nochmal so ein bisschen Ruhe sich alles anzugucken. Das ist übrigens hier meine neue Bekleidung. Sieht doch ganz nett aus. Ich glaube, ich muss ein bisschen Gesundheit noch mitnehmen, oder? Ne, Gesundheit ist voll, aber hier, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen, um irgendwelche Sachen mir noch herzustellen, Bomben und den ganzen Krempel. Habe auch ein bisschen mehr mit Fallen gekämpft, also sie genutzt im Kampf. Mal ein bisschen fischen und ja, den ganzen Krempel, den man so ein bisschen in der Freizeit in dieser sehr, sehr hübschen Welt so machen kann. Oh, hab schon durch Zufall gleich das nächste alte Gefäß gefunden, das ist sehr passend. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, zeigt eine seltsame fliegende Maschine. Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Was ist denn das da hinten? Sieht aus wie umgeknickte Windräder. Jetzt fängt es an zu regnen. Welchen haben wir denn jetzt hier eingesammelt? Ah, okay. Das müssten wir noch finden, aber das haben wir. Und das ist jetzt hier eine von den Basen, oder wie? Wir sind jetzt wieder ein bisschen zurück. I'm glad you came. You're glad. Why? Call it a shared interest. And call me Nil. Look there, those old rocks. A bandit clan squats under them. Disturb the rocks and they'll come wriggling out, worms that they are. Bandits. Why have they come here? The Nora are in trouble, and rumors spread like blood.
With no braves to guard the border, killers hungry for sport slip right through. My partner and I shadowed these scum for days. Good tracker, but he went on ahead without me. We talked about this kind of behavior. Still, I understand. Leave it too long, your fingers itch for the bowstring. Say, how about you and I work together? Kill them all. I don't know you, and I have no reason to trust you. Trust is a rare egg to find, isn't it? I'm just a traveler, with a bow, a concern about the state of these lands, and a missing partner. I don't think you're just anything at all. Let me put it another way. Are you a bandit? Of course not. Then you have nothing to fear from me. All right. Someone has to stop them from hurting others. And we will. We'll stop them from doing anything. Save screaming a while. Go ahead and take the lead. I look forward to seeing what you're capable of. That's the alarm. Let them sound it and more will come running. It's a gift. And if you're the heroic kind who needs a little extra, there's the captives. Er sieht ein bisschen aus wie der eine Typ aus dem Hook-Film, der da erst der Anführer von der Truppe ist. Hatte der nicht auch so einen riesen Federgeschmück drauf? Ich wollte gerade meine Drohne rauswerfen, aber ich habe ja gar keine Drohne. Also, was haben wir denn Schönes? Es ist jetzt wieder so, dass ich die selbst mit einem Headshot nicht ausschalten kann. Das fände ich eher doof. Das muss doch möglich sein. Wie viele kann ich eigentlich markieren? Keine Begrenzung, was das angeht. Ich würde gern zuerst den da oben im Turm ausschalten. If they light that signal, it'll make a lot of noise. Ich probier's jetzt einfach mal. Okay, also geht ein Headshot doch. Da ist ein Panoramablick, oder? Hey, someone just killed one of us. Das ist ein bisschen Aufregung. Noch 8 Pfeile und ich kann keine mehr hinterher bauen. Hab dich. Da habe ich, glaube ich, meine Pfeile vorhin einfach nicht richtig gesetzt. Banditenscherge. Dann ist noch ein anderer.
Nein, komm, geh mal dran vorbei. Dass man nicht so scheiße dunkel wäre. Okay, also nachher müssen wir auf jeden Fall da noch lang. Haben die das hier gerodet? So ein bisschen so aus, als hätten sie es weggefackelt, um hier eine bessere Sicht zu haben. Hat das jemand gemerkt? Glaube nicht. That better not be one of ours. Ah, doch, der hat's irgendwie gesehen. I got a dead body over here. Ist der Alarm, aber den hat jetzt noch niemand aktiviert, ne? Noch 5 Schuss. Hab dich. Und das alles bei Regen und bei Nacht. Bei Wind und Wetter. Sehen mich von dem Ausblick nicht, oder? Nee. Hinten ist noch einer. Ich würde gerne schauen, ob ich hier irgendwie ran kann. Okay. Kann ich denn den Alarm irgendwie deaktivieren? Was haben wir denn da gerade? Und das merkt auch keiner, dass es jetzt so kaputt ist. Oh, 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 da kommt einer. Uh-oh, could be a stiff. Kann nicht erkennen, ob die da tatsächlich nah genug dran ist. Okay, hier hätte man übrigens auch über die Seite hochgekonnt. Auf 4 Schuss. Ich glaube, das muss ich erst noch als Fähigkeit lernen. Haha, so geil. Und er klettert da halt einfach rein. Na super. Tag. Ich bediene mich mal bei euch, ja? Ihr habt sicher nichts dagegen. Danke. Die Stealth-Königin. There, the bandits' captives. Got you.
Genau, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist noch einer. Coming down steady as a drumbeat. Might have a man down. Was ist denn das? Huh? Oh, geht aber auch als Kopfschuss. Funktioniert auch. Da, und wo war jetzt hier noch was? Das ist hier an der Seite, oder? Achso, das ist er. Da vorne ist noch was. Und das kann ich noch nicht übernehmen, weil es noch beschützt ist. Schauen wir doch mal, ob wir die befreien können hier. It's all right. I'm getting you out. Are you ready to move? Okay. Sind nur noch die drei da. Am Notfall können wir jetzt auch laut werden. Hab dich. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ah, das ist ein Weg. Jetzt mit diesem hohen Detailgrad ist teilweise echt schwer zu erkennen, was hier was ist. Da haben wir auch. Ja, das lief doch super. Seeker, may I speak with you? Darf ich erstmal aufstehen? I'm honored. All mother be praised. Are you all right? Is there something you need? Yes. My friends and I watched you clear the bandits out of this camp. We're glad. They would steal from us, chase us through the night laughing. We're outcasts, not braves. Almost defenseless. Where did you all come from? Some of us have wandered the sacred lands for years. As for me, the village I grew up in was burned in the Red Raids. I'm ashamed I wasn't there to protect them, but I was an outcast long before the Karja came. How did you all come to be here together? You wonder how we speak to each other when the law forbids it. But what hope do we have here, outside the embrace, alone? I wasn't judging you. I was an outcast once. Forgive me. You're right to ask. I convinced them to speak. I told them we were only sentenced to be outcast, not to die out here. An intelligent approach. How did you come to be an outcast? I was a fool. I refused to do what I was told. Never went hunting when I could sit under a tree instead. I argued with my family every step, picked fights with other braves. One day, such a fight grew fierce. I got a lucky hit, an unlucky one. He went down, and there was no one left to speak for me.
I deserve to be an outcast. You seem different from the person you describe. I hope to be. We are all outcasts, but we need to stay together to survive. This camp we once hated could serve us well now. Would you let us stay here, even if it flies in the face of the matriarch's laws? Of course, by all means. Oh, I'd hoped you'd say so. You're an inspiration to us. Thank you. Ja, weil Aloy auch voll was zu sagen hat in der Welt. Also, ich meine, sie steht für sich alleine. Ist jetzt nicht, als hätte sie noch irgendwelche Truppen, um, selbst wenn die jetzt sagen würden, hey, wir bleiben jetzt aber hier, da irgendwas groß reißen könnte. Wenn es jetzt nicht gerade ein Videospiel wäre, wo sie halt super krass gut die Leute eins nach dem anderen ausschalten kann. Also, ihr habt euch hier umsonst Sorgen gemacht. Ist nicht notwendig, Leute. Irgendwie scheint es auch in dieser Welt mehr Outcasts zu geben, als es tatsächlich quasi Insider gibt. Na, die schweren Sachen, das kann ich mir alles noch nicht leisten. Oh, hast du auch wieder eine Probeschatzkiste? Na, und wie du die hast. Dankeschön. Gratis Probeschatzkiste. So, schön. Jetzt haben wir hier... das befreit. Huh, können wir denn jetzt hier... Vielleicht bauen die das ja aus, wenn man später wiederkommt. Das wäre ja eigentlich ganz nett. Die mutterlose Frau, back on her feet. I've been up since early in the morning. I can barely think. Whatever happens, I know I'll rest beside my mother among the cairns. Das haben sie jetzt hier aber richtig gut zerstört, oder? Ich meine... Also es sieht jetzt irgendwie arg zerstört aus, aber vielleicht sah es auch in der Nacht auch schon so aus. Ich habe hier nichts. Nee, das ist doch hier. Obwohl, das ist ja da draußen. Der stand ja draußen Wache. Ich habe das Lager nicht gesprengt. Also wenn euch hier irgendwas nicht gefällt, dann sah es halt bei Nacht so aus. Es wird hier so genommen, wie es gesehen wurde. By as you saw it. Okay, also die haben immer... Oder zumindest chancemäßig sieht es da gut aus, wenn es um Gesundheitsdrinks geht. Könnte so eine Art Rathaus gewesen sein, ne? Mit dem Turm da oben. Oder eher so Kirchengebäude. Vielleicht ein Kirchengebäude. Obwohl, Rathaus passt vielleicht tatsächlich besser. Haben wir denn jetzt schon wieder genug Geld bekommen? Ein bisschen Wurzeln einsammeln. Zack, mal her. Können wir irgendwas herstellen? So. Zack. Na, das Fallenbeutel ist übrigens schon auf Maximum. Da brauchen wir mehr Scherben, 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 Scherben. Dann schaue ich mir doch mal den Panoramablick an und beende mal hier das Gespräch mit dem. Also andersrum. Feels good, doesn't it? Hold it inside you one last breath. Then let it out. Ugh. I didn't find your partner. They killed him. I hardly feel surprised. He was already getting cocky when we carved through the last bandit camp. I thought he and I were agreed. Only enjoy the killing as much as the challenge. No great loss. Nothing in the wilds I can't handle, just me and the voice of our teeth here. Your bow has a name? Yours doesn't. You're not just a traveler. That armor was fitted for you, and the way you hold your bow. I said a concerned traveler. I was a soldier, but I was a soldier longer than there was a war, if you follow. Where the arrowhead passes between armor and skin, that's the place I belong. So I make opportunities to find it. It's like coming home. Have you ever thought about hunting machines? Well, they don't get that look in their eyes. Okay, also ein irrer Killer. Did bandits wrong you somehow? They wrong us all. They live filthy lives, so they have to die that way too. So you hunt them down to help others?
No, no. For sport. I can't wait for wars anymore. Life's too short and the thrill of death too sharp. If you kill a tribesman, there'll be retribution. Hunt a boar, they complain if you waste the meat. But bandits, they're vicious. They always put up a fight, and no one cares if you kill them. I'm not sure who's worse, you or them. We're standing, they're not. Clearly, we were better. We're done here. Here? I'm afraid so. But we live in a world of ruins, and bandits are drawn to them like infection to a wound. You wouldn't let that infection set in, would you? I'm sure we'll meet again. Maybe. If it can't be helped. If we pass each other by, we'll know it by our word. Krass, die haben hier so eine Seeker aufgestellt. So, dann schauen wir uns nochmal das Echo an und gucken, was das früher war. Und dann wissen wir es ja auch, dass eine Kirche oder ein Rathaus oder sowas war. Das wird ja genau in die Richtung schauen. Also der hat zwar eine Macke, aber irgendwie ist er auch, ich weiß nicht, irgendwie ist er auch ganz nett. Muss auch nette irre Killer geben. More ruins, more stories. Rathaus, oder? Ah ne, Forschermuseum steht da. Apocalypse Shit Storm Tour, Day 3. I was 13. I broke in and vandalized this place. Me and that kid, I think his name was Star. It was my first arrest. A real banner day for the Mahdi family. What a messed up kid I was. Ja, das ist echt ein super Feature. Gefällt mir richtig gut. Na gut, dann ja, haben wir ja ein bisschen was geschafft. Hier hinten ist noch ein Gefäß. Das hole ich irgendwann mal. Das interessiert mich jetzt nicht so doll. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... Auch diese komische Banuk-Figur. Also ganz ehrlich, das ist doch... In der nächsten Folge gucken wir hier lang. Die Rache der Tochter und die Sucherin vor den Toren. Das passt mir, glaube ich, ganz gut. Und das hier könnte ein Symbol sein für so eine Fabrik, für so eine Maschinenfabrik, wo man dann lernt, wie man andere von diesen Wesen, von diesen Dinosauriern übernehmen kann. Weil an dem Speer, den man hat, da sind hier schon diese Symbole zum Überbrücken. Und man lernt das ja wohl in diesen, in den Dings, in den, ach, Text gibt's auch nochmal immer. Okay, Text lesen auch nochmal. Ach, stimmt, hatten wir ja schon gesehen, dass es da Text gibt. In diesen Maschinenfabriken. Naja, wie auch immer. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn!